when I came here, this is what I did. I risked everything. Naja, mein Job hat natürlich Risiken. Mein Job ist unglaublich risikoreich. Also, wir sind ja in einem Gewerbe, wir Musical-Darsteller. Das heißt, wenn mein Vertrag ausläuft und ich Pech habe, der nicht verlängert wird, ich auf mehreren Auditions war und nie hat was geklappt, dann stehe ich ohne da. Das ist ein Risiko. Das ist ein großes Risiko. Von den Darstellern wird vielseitiges Können und eine solide Ausbildung verlangt. Ich bin in Amerika, in New York zur Schule gegangen. Ich war auf der American Musical and Dramatic Academy, kurz auch AMDA genannt. Und es gibt inzwischen immer mehr Leute, die von dieser Schule hören, einfach weil die Bandbreite in Deutschland mit Musical einfach größer geworden ist. Und da habe ich studiert und habe dann da in einer Off-Broadway Company mein Debüt gehabt, vor 10 Jahren. da war ich. Also, und dann kam ich hier rüber und habe Les Mis gespielt, in Wien 2 Jahre. Und dann habe ich gedacht, da drüben gibt es so viele, die all das können und das 10-mal besser als ich. Da bleibe ich erstmal hier. Ich kann was. Und hier gibt es aber noch nicht so viele Leute. So ein bisschen Pionierstellung. Und das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. New York, London, Wien oder Hamburg. Das Wichtigste ist nicht der Spielort. Ich komme aus Hamburg und bin jetzt, im Vergleich ist Mönchengladbach doch eine wesentlich kleinere Stadt. Aber das Stück ist gut und der Regisseur ist toll und die Musik ist toll, dann ist es egal, wo man ist. Weil die Arbeit hier, ob ich nur eine Evita, sage ich mal, in Paderborn spiele oder in Bielefeld, die Rolle ist die gleiche. Und die Intensität muss die gleiche sein, es muss die gleiche Arbeit sein. Und dass man dann natürlich hofft, dass der Richtige einen sieht, dann...